Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Revolve-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 168 Euro. Ich habe den irgendwie, ich weiß nicht mehr wie genau, mit einem Code für 151,20 bekommen. Wahrscheinlich war das irgendwie ein 10%-Code, den man bei Newsletter-Anmeldung oder sowas bekommen konnte. Da soll ein Warenwert von 481 Euro drin sein. Ist das jetzt der Divine Curve Adventskalender, den wir uns holen können? Man weiß es nicht. Also in Anführungsstrichen, ne? Also der Ersatz für uns, weil wir kommen ja nicht mehr dran. Der ist auch, glaube ich, ausverkauft. Nun, das hier ist ein Adventskalender, der aus den USA eigentlich kommt, aber irgendwie kam der auch aus Großbritannien. Ich musste aber keinen Zoll zahlen. Kommt in so einem süßen Köfferchen daher. Das kannst du auch nachher schön weiterverwenden, was ich gut finde bei Adventskalendern immer, ne? Dass du da halt immer die Möglichkeit hast, die Umverpackung auch noch weiter zu verwenden. Und dann haben wir hier so ein paar Boxen drin. Dieser Adventskalender wurde mir übrigens von super vielen von euch per Instagram-Nachricht zugeschickt, dass ich den auf jeden Fall mal auspacken soll. Hier sind wir. Genau. Ich starte hier mal mit der Nummer 1. Nun, das hier ist von Kopari Ultra Restore Body Butter mit Hyaluronsäure. 30 ml sind hier am Start. Hier ist auch noch Kokosnussöl und scheinbar Birne mit dabei. Okay, sehr interessant. Eine sehr, sehr kleine Größe. Die Marke kenne ich nicht, finde ich spannend. Wenn ihr übrigens Bock habt, so ein bisschen was über Inhaltsstoffe zu lernen, habe ich hier oben mal so ein Video online gestellt. Da geht es um die Top 10 Wirkstoffe und ich habe auch aktuell einen Dalton-Code. Ja, mit Single Claudi bekommst du 30% Rabatt bei Dalton. Schau da super gerne mal vorbei, wenn du möchtest. Das gilt jetzt nur aktuell in dieser Woche. Jetzt bin ich hier beim 2. Dezember. Ach, wie witzig ist das denn? J.Lo Beauty, That J.Lo Glow, ein Serum mit ganzen 5 ml. Titan and Brighten soll das Ganze machen. Das ist natürlich eine wundervoll kleine Größe, aber von J.Lo Beauty habe ich noch nie was ausprobiert. Das ist interessant. Ist das wie ein Highlighter oder ist das einfach ein Serum? Das ist einfach nur ein Serum. Schade, Schokolade. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn ich jetzt hier wirklich auch dekorative Kosmetik zum Weiteraustesten gehabt hätte. Sehr flüssig. Geruchsneutral. Ich weiß jetzt nicht, womit die Strahlkraft kommen soll, aber es gibt auf jeden Fall so ein bisschen Glow, ne? Ja. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, das riecht schon mal intensiv. Jo, das ist auch eine Kerze von Nest New York Holiday Scented Candle. Das ist eine ganz kleine, süße Kerze, aber ich mag es sehr gerne, wenn wir Kerzen in Adventskalendern haben. 27 Gramm sind hier drin enthalten und es ist einfach so eine kleine, süße Kerze, die sehr intensiv und sehr weihnachtlich duftet. Hat was von Zimt auch mit dabei, ganz interessant. Hier haben wir die Nummer 4. Der Inhalt war auch online abgebildet, also theoretisch kann man sich vorher anschauen, was man bekommt, ne? Von Jouer habe ich was, sehr cool, ein Lip Enhancer Essential, 10 ml. Das ist dann wahrscheinlich einfach eine Lippenpflege. Ja, Jouer ist ja eine bekannte Marke, die kennen wir auch zum Beispiel bei Beauty oder von Beauty Bay, Mensch. Und das ist einfach ein Lippenpflegeprodukt. Darf in einem Beauty-Adventskalender auch irgendwie nicht fehlen. 5. Dezember, der Tag vor Nikolaus. In den USA ist alles ja ein bisschen anders gehalten und auch in England. Deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern das sich natürlich auch nach unseren europäischen / deutschen Tagen so richtet. Air & Co. High Dive Moisture and Shine Cream, 15 ml. Auch sehr interessant. Also das ist eine Gesichtscreme. Ja, mit 15 ml. Sieht schon mal sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Nikolaus, der 6. Dezember, kommt in einem wunderschönen, freundlichen Grünton daher und enthalten ist Starface Hydro Star Pimple Patches, 16 Stück, ein Mini-Pack. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich kann sowas auch immer ganz gut gebrauchen und habe euch auch tatsächlich hier mal ein Video gemacht zu reiner Haut, wo man einfach so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand bekommt. Ich sehe jetzt nicht, was hier die Inhaltsstoffe sind, das muss ich nochmal herausfinden, aber ich werde sowas auf jeden Fall verwenden, weil es hilft mir. Der 7. Dezember, oh, das ist aus Glas, von Sol de Janeiro her, auch interessant. Ein Haaröl haben wir hier drin, was nähren soll und den Schein verstärkt, Feuchtigkeit spendet, gegen Frizz kämpft. Und das sind 8 ml hier drin. Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus und ich kann mir das auch echt für die Längen und Spitzen gut vorstellen. Und es riecht unglaublich gut. Oh mein Gott, ja. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Es sind wirklich viele kleine Produkte drin, aber die sind alle irgendwie mit einem Aha-Effekt, würde ich sagen. Peter Thomas Rot, Instant Firm
IX, Temporary Eye Tightener mit 5 Millilitern. Das soll deine Augen straffen und die Schwellungen unter den Augen verschwinden lassen. Sehr, sehr interessant. Die Marke haben wir öfters mal so im Look Fantastic Beauty Boxen, ne, Geschichtengedönsen drin. Sehr, 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 sehr interessant. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Größeres freuen. Summer Fridays, das ist eine sehr beliebte Marke im englischsprachigen Raum tatsächlich. Jetlag Mask, die soll Feuchtigkeit spenden mit 28 Gramm. Kann ich mir auch sehr gut bei mir vorstellen. Ich verwende jeden Morgen so eine Feuchtigkeitsmaske oder eine reinigende Maske oder eine glättende Maske. Jeden Morgen halt ein so ein, ne, Pöttchen habe ich bei mir stehen, jeden Tag in der Woche ein anderes. Und das passt für mich in meine Routine sehr gut rein. Ja, einfach so eine Tube. In der Nummer 10 wird es jetzt mit einem weiteren grünen Böchslein weitergehen. Und dort drinnen ist auch ein grünes Produkt von Osea oder OC. Ganz interessant, ne? Also viele Marken hier drin kenne ich echt nicht. Salts of the Earth, ein Body Scrub mit 30 Gramm. Das ist nicht viel Produkt, ne? Gerade für ein Körperpeeling, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Schaut so aus, reicht vielleicht für 2-3 Anwendungen. Und das soll ein Anti-Aging Exfoliant for Glowing Skin sein. Oh, ein Peeling mit Anti-Aging-Effekt. Schauen wir mal, was die erste Schnapszahl zu bieten hat, die Nummer 11. Benefit ist am Start. Ein Benetint Rose Tinted Lip and Cheek Stain mit 6 Millilitern. Das ist echt so ein Klassiker, ne? Mag ich auch sehr gerne. Ich habe ja auch den Benefit Adventskalender ausgepackt, den ich dieses Jahr ehrlich gesagt auch wirklich gut fand. Was natürlich auch daran liegt, dass es 24 Produkte waren und nicht 12. Das hier dürfte eine Travel Size mit 6 Millilitern sein, oder ist es eine Full Size? Weiß ich gar nicht. Halbzeit bildet die Nummer 12 und wir haben auch einen 24-Tage-Adventskalender und nicht einen 25-Tage. Hier habe ich von Tower 28 ein Make Waves Mascara Produkt. Not for resale, na guck. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ja, eine Mascara. Finde ich auch immer schön, mag ich gerne in Adventskalendern finden. Die Marke sagt mir nichts, sieht sehr trocken aus, ne? Ist einfach so ein bananenförmiges Gummibürstchen. Wenn ich jetzt auf meinen Tisch so gucke und mir denke, naja, 80, 84 Euro müssten hier stehen, dann müssen die Produkte schon sehr, sehr teuer sein. Ich kenne die Marken so nicht, deswegen kann ich das schlecht bewerten, ne? Hier habe ich jetzt ein Produkt drin in der Nummer 13. Alpha Beta Peeling Universal Daily Peel. Das sind 3 Anwendungen hier drin. Nichts für sensible Haut. Kann man machen. Also ich bin schon so jemand, die sagt, also ich mag gerne chemische Peelings, definitiv. Aber da vertraue ich doch eher auf meine Kooperationspartner, vor allem auf Dalton, dass ich da entsprechend Produkte habe, die auch dann wirklich sehr hautverträglich sind. Und bei Chiquita's Place habe ich gehört, dass das Produkt nicht ganz so hautverträglich bei ihr war. Und die hat eine etwas robustere Haut als ich. Der 14. Dezember ist super leicht. Youthphoria Pre-Game Primer. Daily Protective Primer. Geil. 5 Milliliter haben wir hier drin. Marke kenne ich nicht. Primer finde ich großartig. Kann jeder verwenden, der den Adventskalender öffnet. Ne? Deswegen finde ich das toll. Süß. Ja, mal gucken, wie das so ist. Die Nummer 15. Auch hier ein etwas kleineres Produkt, aber wir haben unseren Freund Augustinus Bader wieder am Start. The Rich Cream mit TFC 8, 7 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist eine wirklich super, super reichhaltige Creme, die wir auch schon das ein oder andere Mal in der Full Size in den bekannten Adventskalendern drin hatten, ne? Und ja, hier haben wir halt so ein kleines Tübchen, sodass man sie sich mal anschauen kann. Und sonst hatten wir, glaube ich, immer 15 Milliliter irgendwo mit drin. Aber ich würde mal sagen, mit der hier kommst du auch eine ganze Weile aus, weil die halt wirklich sehr reichhaltig ist. Der 16. Dezember ist fast das größte Büchslein hier und enthält auch wirklich ein großes Produkt von Brio Geo. Be Gentle, Be Kind, Aloe and Oat Milk, Ultra Soothing 3-in-1 Cleansing Bar. Okay, das ist ein für Haare, Gesicht und Körper mit 104 Gramm, ein Seifenstück dann sehr wahrscheinlich, womit du dich reinigen kannst. Ja. Also für den Körper kann ich mir das vorstellen. Gesicht wird wahrscheinlich für mich zu austrocknend sein. Und für die Haare, das mag meine Kopfhaut auch leider nicht. Ja, hier haben wir das Produkt drin. Ich rieche da jetzt soweit nichts raus. Ich weiß, dass es nicht ganz so nachhaltig ist, wenn das Ganze so eingepackt ist. Ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Denn ich habe das jetzt öfter schon erlebt, dass wenn ich dann so feste Produkte nicht direkt irgendwie in Anwendung nehme oder so, dass es dann mit der Verpackung schwierig wird. Ne? Deswegen, ja, haben wir da nochmal eine Plastikverpackung zwischen. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Oh la la, Oribe oder Oribe. Royal Blowout Heat Styling Spray.
Das ist ja nicht schlecht, Herr Specht. 20 Milliliter, guckt euch mal diese richtig krass geile Verpackung an. Spektakulär. Ja, hat hier oben sogar noch, guck mal, so richtig ein Emblem im Deckel. Das finde ich aufregend. Also sowas mag ich auch gerne in Adventskalendern, wenn das Ganze halt so fancy unterwegs ist, ne? Feierlich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember in meinen Händen. Und hier haben wir Sungoop, Anziehen Sunscreen Body. Ich kenne es fürs Gesicht und das ist jetzt für den Körper. Lichtschutzfaktor 40, ganz interessant, muss ich sagen. 15 Milliliter sind hier drin enthalten, das ist nicht viel. Reicht wahrscheinlich für eine Anwendung, wenn überhaupt. Ne? Wenn du es halt wirklich in der angegebenen Menge auch wirklich verwendest, dann reicht es vielleicht für deine Arme. Und ich persönlich mag auch diesen Anziehen Sunscreen fürs Gesicht sehr, sehr gerne. Der ist sehr, sehr silikonig, was bei meiner trockenen Haut in Ordnung ist. Man kann darauf nicht ganz so gut Make-up auftragen, aber es ist ein gutes Produkt, finde ich persönlich. Ich bin gespannt, wie das dann am Körper ist. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember. Oh la la, dekorative Kosmetik ist am Start. Pat McGrath Labs, ja hallo, schön. Perma Gel Ultra Glide Eye Pencil Extreme Black. Sind bestimmt irgendwie 0,8 Gramm oder so drin. Da steht jetzt keine Größenbezeichnung drauf. Werde ich wahrscheinlich irgendwo finden. Finde ich cool. Also ja, es ist ein Kajal. Bin ich jetzt nicht so ultra Fan von, aber es ist von Pat McGrath. Yay. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die sehr, sehr gut halten. Und schwupps, wir sind schon beim 20. Dezember. Das geht aber schnell hier, Leute. Dr. Barbara Sturm ist auch mit am Start. The Good C Vitamin C Serum mit 10 Millilitern. Also es sind wirklich sehr viele, sehr kleine Größen drin, aber es sind schon sehr, sehr krasse Marken. Ne? Vor allem manche, die ich halt auch wirklich kenne, manche, wo ich von gehört habe und manche, die einfach so unbekannt sind. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und Vitamin C kann ich auch immer sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, ist immer eine schöne Sache, am Vormittag, wollte ich sagen, am Morgen aufzutragen. Ja, die Nummer 21 ist mal die größte Box, ne? Okay, das fasst sich ganz interessant an. Cryo Facial Slinny. Okay, The Facial Ice Roller is a versatile and durable skincare tool suitable for all skin types. Okay, du hast hier einen Eisroller drin. In diesem Ding? Nee, das ist das Ding. Hä? Muss ich da Wasser reinmachen und das einfrieren? Und das ist dann die Verpackung. Ist vielleicht der Hit überhaupt aktuell, aber ich kenne es halt noch nicht. Gut, muss ich vielleicht mal ausprobieren, aber im Winter möchte ich eigentlich nicht unbedingt mir Eis im Gesicht rumrollern. Feiert ihr sowas? Vor allem in einem Adventskalender? Weiß ich nicht. Also ich feiere das in dem Sinne, dass es etwas ist, was ich noch nicht kenne. So simpel wie auch so eine Silikonverpackung einfach ist, ne? Aber weiß ich nicht. Ist bestimmt jetzt voll angesagt und ich bin voll out. Nun, dann schauen wir mal, was die Nummer 22 uns jetzt noch so bieten kann. Revive Moisturizing Renewal Cream Nightly Retexturizer. Das ist eine Gesichtscreme für die Nacht mit 15 Millilitern. Schaut so aus. Ich glaube, dass es auch eine Marke ist, die recht hochpreisig und recht bekannt so ist. Ne? Ich meine, die mal, ich glaube, bei Niche Beauty oder sowas gesehen zu haben. Ja, interessant. Der Tag vor Heiligabend und die vorletzte Box, der 23. Dezember. Hyaluronic and Happy Kiss Color Balm. Oh, 2,4 Gramm Passion Kiss. Okay, die Charlotte hat sich in diesem Adventskalender ebenfalls integrieren lassen. Ah ja, genau, das habe ich auch schon mal in anderen Farben da gehabt. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Und das ist eher schier. Also wenn man das aufträgt, ist es, ja, man kann es leider nicht zurückdrehen. Ne? Wenn du es hochdrehst, es wird nie wieder runterkommen. Merkt es euch. Und das ist tatsächlich eine richtig geile Farbe. Ja, sehr cremig, ne? Schaut so aus. Ist halt nicht so deckend, wie es hier ist. Und es ist sehr, 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 sehr glitschig. Hier habe ich jetzt, last but not least, Heiligabend, den 24. Dezember. Fühlt sich ein bisschen schwerer an als die anderen Käppchen, was ganz gut ist. Und hier haben wir von Dips Desert Island Beauty Status. Ein Status Stick mit 38 Gramm. Was macht dieser Status Stick? Das ist ein Highlighter Stick for Face and Body. Wow. Mit 38 Gramm, Leute, das ist viel. Da kannst du viel mit highlighten. Das ist natürlich auch mutig in der 24, weil das ist wirklich ein farbgebundenes Produkt, ne? Also sieht so aus, das ist riesig. Wirklich. Damit kannst du deine ganze
den ganzen Straßenzug mit Highlighten. Ich würde sagen, das ist mir zu dunkel. Möchte ich das ausprobieren? Das ist schon riesig, ne? Ja, komm. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Sieht schon ganz geil aus, muss ich sagen. Es riecht ein bisschen nach Vanille. Ist auch gar nicht so zart vom Glow her. Aber das hat auch verschiedenfarbene Schimmerpigmente drin. Nee, das kann was für mich werden. Also wenn ich den jetzt so, keine Ahnung, als Highlighter... Oh, das geht richtig ab, Leute. Da geht richtig die Party ab. Ne? Das ist ein bisschen zu dunkel für mich. Schade. Naja, aber ich kann mir das so an den Schlüsselbeinen ganz gut vorstellen. Ja, die Nasenspitze, die habe ich heute noch gar nicht gehighlightet. Ich habe mir auch schon mal ein paar Mal die Nase geputzt. Süß. Und das riecht echt angenehm nach Vanille. Schön, ja, aber schwieriges Produkt für die 24, oder? Das ist nun der Adventskalender von Revolve gewesen, oder Revolve. Also ich finde es ehrlich gesagt okay vom Inhalt her, aber man darf halt nicht vergessen, dass du 168 Euro dafür bezahlst und dafür halt schon sehr viele recht kleine Größen bekommst und dann am Ende so einen riesen Highlighter. Wow. Nun, ja, aber ich finde, dass einfach schöne Produkte drin sind. Für mich ist es einfach super interessant, weil ich so auch einfach mal andere Marken ausprobieren kann. Ne? Das ist halt das Praktische für mich. Hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht, oder? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so findet. Der Warenwert soll ja krass sein. Und bei den Marken, die hier auf dem Tisch stehen, kann ich mir das auch durchaus vorstellen. Man hat hier auch wirklich nicht so die Ultra-Doppelung oder sowas mit dabei. Es ist auch schon eine schöne Routine geschaffen worden. Und du bist eigentlich auch ganz gut gepflegt unterwegs. Hast auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Schon, ja. Aber es ist kein Adventskalender, der mich jetzt so kabäm umhaut. Aber ich fand ihn jetzt interessant zu entdecken. Und... ja, um ihn euch vorzustellen, auch vielleicht auch eine ganz gute Sache. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht feiert ihr den ja auch mega krass, weil das halt auch Produkte sind, die man so gar nicht unbedingt in den anderen Adventskalendern findet, ne? Also von den Marken her. Würde mich interessieren. Gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.